Also das ist der Ritterstern, den ich mir gekauft habe. Man sieht gleich ganz unten, dass die Blumenzwiebel leicht aus der Erde ragt. Sie müsste fachlich korrekt eigentlich noch ein bisschen besser aus der Erde ragen. Ja, man sagt so, schon so 5 cm. Und ich habe jetzt eine gekauft mit mindestens einem Blütenstängel. Ich bin eigentlich ganz froh drum. Sie blüht nämlich mindestens nochmal einmal. Das andere müsste auch nochmal ein Blütenstängel sein. Ich habe jetzt so eine zweifarbige Blüte genommen. Eine rote hätte mir besser gefallen, aber die ist auch ganz schön. Hallo Gartenbaufreunde, ich habe es ja letzte Woche angekündigt und man hat ihn ja auch schon gesehen. Heute geht es um den Ritterstern am 3. Advent. Ja, jetzt geht's dann los nach dem Intro. In 3, 2, 1, Intro! Zu Beginn muss ich gleich einen Mythos aus dem Weg räumen, eine Falschinformation. Der Ritterstern ist nämlich kein Amaryllis, sondern botanisch Hippeastrum. Er wird nur mehr sehr oft Amaryllis genannt, was aber rein fachlich und gärtnerisch einfach falsch ist. Des Weiteren weiß ich, dass der Ritterstern auch nicht wirklich weihnachtlich ist. Ich habe mir das von einem Kollegen sagen lassen, der Ritterstern ist eigentlich so nachweihnachtlich. Viele Leute kaufen ihn einfach nach den Weihnachtstagen, zwischen den Jahren, so als Glücksbringer, ähnlich wie den Glücksbambus. Wegen der roten Blütenfarbe mitunter finde ich, dass der Ritterstern schon sehr weihnachtlich ist. Und deswegen ist er heute dabei. Die Blüte des Rittersterns ist wirklich auch sehr schön, wie alle von diesen Adventspflanzen, die ich in meinen Themenwochen vorstelle. Der Ritterstern blüht in Weiß, Rosa, Purpurtönen. Es gibt zweifarbige Sorten mit so ein bisschen Orange und Weiß, die ich auch ja gekauft habe. Und es gibt viele Sorten im roten Blütenspektrum. Es gibt alle Rottöne von einem blassen Rot bis zu einem wirklich kräftigen, intensiven, leuchtenden und sehr, sehr schönen Rot. Der Ritterstern bildet faustgroße, wirklich faustgroße, riesige Blumenzwiebeln und ist eigentlich eine Blumenzwiebel bzw. Zwiebelpflanze und hat deswegen eine ganz eigene Kultur und muss in der Wohnung ganz eigenartig gehandelt werden. Mittlerweile gibt es in den größeren Gärtnereien bzw. in den Gartencentern nur noch diese angetriebenen, fertig vernalisierten, fertig von den Blütenknospen angesetzten Blumenzwiebeln, die man dann einfach ins Zimmer stellt und man kann eigentlich mit ein bisschen Gießen drauf warten, dass der Blütenstängel kommt. Es gibt aber auch noch Spezialgärtnereien, die alle Blumenzwiebeln von nicht angetrieben bis nicht vernalisiert anbieten und ja, da kann man dann auch sehr viele Sorten kaufen. Es sind wirklich dann Spezialgärtnereien. Dann kommen wir zum Standard. Die Pflanze kommt ursprünglich aus dem tropischen bzw. subtropischen Amerika und möchte deswegen einen sehr hellen, sehr warmen Standort haben. Daran orientiert sich natürlich der Standort in der Wohnung wieder am Naturstandort. Bevor man die Pflanze in die Wohnung stellt, muss man sie erstmal so ein bisschen kontrollieren. Und zwar ist es wichtig bei dem Ritterstern, dass die Zwiebel aus der Erde ragen muss. Ja, man kann ja auch diese Zwiebeln ja selber kaufen in den Spezialgärtnereien, wie ich ja gerade gesagt habe. Man muss beim Topfen auch darauf achten, dass wirklich diese Blumenzwiebel rausragt. Sonst kommt er sehr leicht zu einem Pilzbefall. Der Pilz kann dann wirklich in die Blumenzwiebel eindringen und macht dann die ganze sehr, sehr schöne und sehr große Blumenzwiebel schnell zunichte. Dann kommen wir auch schon zur Kultur, beziehungsweise wie muss ich meine Amaryllis, wollte ich fast schon sagen, meinen Ritterstern in der Wohnung halten, sodass er möglichst schön lang blüht und nächstes Jahr optimalerweise auch nochmal blüht. Es fängt alles an beim Ritterstern, beim Hippeastrum, dass man ihn kauft und entweder hat er schon diesen Blütenstiel beziehungsweise Blütenstängel oder er schiebt ihn gerade. In dieser Phase fängt man leicht an zu gießen. Man schüttet aber jetzt noch keine großartigen Wassermengen rein. Der Trieb soll wirklich nur mit Wasser versorgt werden und die Erde darf aber nicht übermäßig feucht sein. Also man gießt in dieser Phase, wenn sich der Trieb zeigt, beziehungsweise wenn man die Blumenzwiebel kauft, den Topf wirklich nur sehr mäßig. Im Prinzip gießt man dann einfach in dem Stil weiter, bis sich der Blütenstängel komplett entwickelt und die Blüte sich öffnet.
Die Blüte zeigt sich dann so 2 bis 3 Wochen. 3 Wochen sind dann wirklich schon ausgereizt von der Blüte her. Länger geht es dann wirklich nicht. Man merkt ja dann, dass die Blüte langsam welk wird und dann schneidet man radikal den Blütenstängel ab. Meistens zeigen sich bereits während der Blüte bzw. nach der Blüte die Blätter. Diese entwickeln sich dann auch sehr schön. Also es ist ein sehr schönes Laub, finde ich auch. Wenn sich die Blätter der Hippeastrum entfalten, muss man das Gießen anpassen. Während dieser zweiten Gießphase erhöht man die Gießintervalle bzw. die Gießmenge, sodass sich das Laub wirklich gut entfalten kann und auch gut mit Wasser versorgt ist. Außerdem wird der Topf mit der Blumenzwiebel wärmer und heller gestellt. Ist erstmal das ganze Laub von dem Hippeastrum draußen, muss die Pflanze wirklich schauen, dass es Assimilate bildet, sogenannte Zuckerverbindungen, Nährstoffe, und die wieder voll in die Blumenzwiebel einlagert. Und zwar muss der Ritterstern seine komplette Energie aus diesen Assimilaten ziehen, um das Laub bzw. die Blüte davon wieder zu bilden. Deswegen düngt man auch in dieser zweiten Phase nach der Blüte bis letztendlich September alle 2 Wochen mit einem Dünger. Meine Empfehlung für die Zeit nach der Blüte bzw. dann bis in September rein ist es auch, die Blumenzwiebel rauszustellen, wo es wirklich dann warm und sonnig ist, wo sie dann wirklich Energie aufbauen kann. Ab dem Sommer reduziert man dann das Gießen und gibt der Blumenzwiebel dann vor, dass sie jetzt in Ruhe kommen soll. Durch die geringere Wassermenge merkt die Blumenzwiebel, hopp, jetzt geht's dahin mit dem Sommer, beziehungsweise jetzt kommt diese Trockenheit und ich muss mein Laub einziehen. Zieht also alle Energie wieder in die Blumenzwiebel ein und gerät dann in Ruhephase. Ja, wenn man im September dann die Gießintervalle bzw. die Gießmenge reduziert, hört man auch eigentlich mit der Düngung komplett auf. Soweit zur dritten Phase. Die vierte Phase ist dann auch sehr einfach wieder. Man lagert die Blumenzwiebel ein an einem dunklen, kühlen, 15 Grad kühlen Standort. Man lässt dann auch den Torf bzw. die Erde, in die man sie gepflanzt hat, die Blumenzwiebel, komplett abtrocknen. Und dort verbringt sie die Zeit, bis man sich entschließt, dann im November wieder die Blumenzwiebel anzutreiben, indem man sie wieder heller und wärmer stellt und wieder mehr gießt. Ich habe es ja auch schon beim Pilzbefall gesagt. Ja, es gibt einen speziellen Pilz, der sich auf den Ritterstern spezialisiert hat. Dieser befällt einfach die Blumenzwiebel, wenn der Standort zu nass und zu kalt während der Treiberei bzw. halt dann in der Wohnung ist. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass der Ritterstern in allen Pflanzenteilen giftig ist. Also Achtung bei Kleinkindern, Katzen, Hunden und so weiter. Jetzt kommt noch wieder die kleine Zusammenfassung. Der Ritterstern, ein nicht unbedingt weihnachtliches Gewächs, aber schon auch weihnachtlich, finde ich. Der Ritterstern ist eine Blumenzwiebel, die wirklich dann mal so faustgroß sein kann. Und einen Standort im hellen, warmen Segment braucht. Mit einer sehr ausgeprägten Kulturphase bzw. eine Kultur, die man berücksichtigen muss, um den Ritterstern wieder im nächsten Jahr zur Blüte zu bekommen. Das war's auch schon wieder vom Video. Danke fürs Zuschauen. Ja, nächste Woche habe ich dann das Highlight meiner Adventswochen vorbereitet, der Weihnachtsstern. Der Klassiker unter den Weihnachtsgewächsen kommt nächste Woche. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt eine weitere schöne Adventszeit. Bis nächste Woche. Macht's es gut. Tschaußen.